Wiesel dabei hat. Ja, ja, Metallland, verstehe ich. Naja. Ich habe nur getestet, ob er ein Add-on dabei hat, dass er unsere Aura sieht, wenn wir so ein Ding zu machen. Das habe ich nicht geschnallt, gebe ich ehrlich zu. Sarakov, not you. Sarakov, why? I don't know. I mean, why is that? Eine Palette brauchen wir dabei. Zu früh. Nicht zu früh. Also ich verstehe ihn noch nicht so hundertprozentig. Ich verstehe auch nicht, warum hier keine Paletten sind. Ach, da. Schön. Zwei Gens direkt durchgeklatscht, Leute. Sauber. Ich hätte das ein bisschen besser spielen müssen. Ich weiß nicht, der Killer, der scheint einfach nur keine Paletten kaputt machen zu wollen. Geiselhaken ist raus, auf jeden Fall bei uns. Ist bestimmt so eine Tretsche wie ich. Ich kann sie nicht. Ja, komische Verwendung. Er hat auf jeden Fall Totenschalter da am Start. Wir machen jetzt Gens, Leute. Ein Gen nach dem verschissenen anderen. Ich drücke mir direkt die Spritze. Ich habe keinen Bock, dann irgendwie eine böse Überraschung zu erleben. Ganz kurz loslassen. Nur für Totenschalter. Das wird gleich wieder weg sein. 3, 2, 1 und wir können weiterarbeiten. Ich wollte nur schauen, ob der wirklich Totenschalter dabei hatte. Das heißt, Geiselhaken, Totenschalter, zwei Perks auf jeden Fall. Und er macht keine Gens, er macht keine Paletten kaputt. Aber wenn es drauf ankommt, jetzt zu porten, drücke ich die falsche Taste. Das ist natürlich übel. Irgendjemand muss den Gen allerdings attackieren. Der war schon ziemlich weit da. Stromstoß hat er auch noch dabei. Gut, drei Perks. Dass die anderen Gens poppen. Verloren. Null Value bekommen aus dem Chase.
Kommst du jetzt wieder hier um die Ecke geschissen, Digi? Manche Leute verstehe ich nicht. Lass mich raten, du willst uns, ne? Ja, das ist leider Gottes. Ich würde an der Stelle tatsächlich sagen, der unsmarteste Tunnel des Jahres, Leute. Der nächste Gen geht flöten. Warum ist es so unsmart, Leute, so zu spielen? Naja, der Killer hat gewisse Perks mit dabei. Ich sag mal so, diese Perks, die solltet ihr eigentlich verwenden. Bleiben hier stehen. Weit weg von den Ecken. Das war eine richtig, richtig sicke Flashlight Save. Zweimal, Leute. Manche Killer sind selber schuld. Er gehört zu den Exemplaren. Auf jeden Fall zu 100%. Wenn er jetzt noch keinen Ausweg mit dabei hat, Leute, dann ist das Drama perfekt für den Killer. Dann hat er mit allen Perks reingeschissen des Todes. Schön gerettet worden. Absolut, ja. Er hätte mich campen müssen. Das ist nicht so smart. Also ich sag mal so, wenn ihr Geiselhaken mit dabei habt, Leute, ihr müsst euch vorstellen, ihr habt nur 4 Stacks für eure Geiselhaken, ja? Jeder einzelne Survivor gibt einmal Gen Regression auf die Gens, Leute. Ein einziges Mal. Wenn ihr also auf den Tunnel geht, Leute, dann habt ihr eigentlich gar keinen Perk, den ihr spielt. Ne? Das ist halt der große Scheiß. Und wenn ihr gegen mich spielt, ich versuche halt mit Spannungsstoß nicht an Gens down zu gehen, die gerade repariert werden. So, wir machen beide Exit Gates auf. Holen dann diese phänomenöse Teamplay näher runter. Thank you.
Insta-Heal rausgetriggert. Jetzt müssen wir nur noch... Okay, näher ist raus, näher ist safe, das ist gut. Stark. GG. Holy schmoly, Leute, nächste Runde. Was ist hier los? Was ist hier verdammt doch mal los? Was sind das für geile Teammates, Leute? Die Gents, die sind angegangen des Todes. Super, super, super krank. Und nebenher noch die Flashlight-Sings. Absolut sick. Schön, 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 schön. Kranke Nummer. Von jedem Einzelnen absolut schönes, wundervolles Team. So far. Also ich verkacke auch lieber als zu campen, außer irgendwer hat zu sehr gestänkert. Ja, campt nix, aber sehr untypisch an der Stelle. Er hatte sogar. Oh mein Gott. Ich erkläre euch gleich, warum der Tunnel einfach null Sinn ergeben hat, Leute. Campt nix, der Killer, der hat sich dazu entschlossen. Es war kein Tunnel in dem Sinne, dass der Killer mich sieht. Ich komme an den Haken, ich komme von Haken runter und er geht direkt nochmal auf mich drauf. Aber es war auf jeden Fall in dem Sinne schlecht, nochmal auf mich zu gehen, obwohl er die Wahl hatte zwischen drei Survivern. Weil es gibt zwei gute Gründe, Leute. Wenn ihr Geiselhaken Schmerzensecho spielt und wenn ihr keinen Ausweg spielt, euch die Hooks zu holen von unterschiedlichen Spielern. Ihr wollt jeden einzelnen Spieler einmal aufhängen. Großer Vorteil bei Geiselhaken, 4x minus 25% Gen Progress. 4x. Auf jedem einzelnen Survivor einmal. Das heißt, Hook lieber jemand anderen. Nicht mich. Mich hast du schon, du. Das macht keinen Sinn. Geh auf den anderen. Du hattest die Fang noch gar nicht. Die Fang ist doch direkt neben dir. Warum gehst du auf mich? Erstens. Zweitens, kein Ausweg. Für jeden Survivor, den ihr aufhängt, Leute, bekommt ihr zusätzliche 12 Sekunden auf die sowieso schon existierenden 12 Sekunden, wo das Exit-Gate blockiert ist. Ne? Das ist halt so das Ding. Ergibt keinen Sinn. Nicht, macht keinen Sinn. Macht keinen Sinn, ergibt also keinen Sinn, Jack Diver, sagst du? Und Kasamski, du Legende, wunderschöne gute Morgen.